der Fleiß und das fachliche Können von 5 Generationen sind das Rückgrat unseres Familienbetriebs. Seit 130 Jahren ist unser größter Antrieb die Leidenschaft. Die Leidenschaft für den Beruf und für seine Aufgaben. Seit 130 Jahren haben wir diese Philosophie, etwas zu schaffen, das bleibt. Seit 130 Jahren stellen wir uns den größten Herausforderungen. Wir widmen uns den kleinsten Details in allen gärtnerischen Fachrichtungen. Wir gestalten den Lebensraum von morgen mit unserer Erfahrung, mit unserem Können und vor allem mit Ihrem Vertrauen. Dabei ist Nachhaltigkeit unser Credo. Perfektion ist unser Maßstab und die Tradition unser Leitbild. Ich wollte eigentlich Gärtner werden, ja. Und ich mache das eigentlich schon lebenslänglich. Ich bin in dem Betrieb auf die Welt gekommen, habe das von Anfang an mitgekommen, was, wie das geht, was passiert ist, und bin die 4. Generation jetzt. Karl IV. Ja. Viele Kunden oder auch ehemalige Mitarbeiterinnen sagen, für alles gibt es einen Birkenmeier. Und das ist tatsächlich so. Dieser Name steht in Duttweiler für Gartenbau in jeglicher Facette. Durchweg würde ich sagen, dass wir uns in dem, was wir tun, bestens auskennen. Das ist ganz klar. Also in dem Jahr müsste der Betrieb 130 Jahre alt sein. Also vom Ursprung an, als er eröffnet wurde, bis zu dem Tage. Jede Generation hat immer irgendwas anderes gemacht. Also schon im Gartenbau drin, aber das hat mit Sämerei und Gemüse etc. angefangen. Dann war der Krieg dazwischen. Irgendwann sind Blumen gekommen. Ich habe dann mit dem Landschaftsbau angefangen. Das war vorher gar nicht drin. 85 bin ich hergezogen mit dem Karlshammer. Mit haben dann angefangen mit einer Schubkarre, mit einem Rasenmäher und einer Schaufel. Und haben dann halt den Betrieb aufgebaut. Mein Onkel, der hat Friedhof gemacht seit 1970. Da hat er mit der Grabpflege angefangen. 2000 ist er in Pension gegangen. Dann haben wir den Friedhof übernommen. Landschaftsbau habe ich dann meinem Sohn abgegeben. Ich weiß, dass ich nirgends so viel gelernt hätte, wie in der Zeit, wo ich daheim quasi unterm Vater Baustelle geführt habe. Den Landschaftsbau oder die Gartenlandschaftsbauabteilung quasi, das ist mein Bereich. Die Eltern machen die Grabpflege, beziehungsweise noch dazu Stauden und Gehölze. Und der Onkel macht Zierpflanzenbau, Floristik. Ich bin der Klaus Birkenmeier, mache den Betrieb jetzt eigenständig seit ziemlich genau 30 Jahren. 1993 habe ich hier angefangen, Papa übernommen. Und bin jetzt die 4. Generation, wie mein Bruder auch. Der Älteste und der Kleinste sind Gärtner und die anderen sind quasi aus der Art geschlagen. Das Interessante ist, es war in Kindergeneration jemand dabei, der den Betrieb weitergemacht hat, der es nicht gerne getan hat, also immer aus freien Stücken. Wie Florian, also mein Sohn, erklärt hat, er wollte Gärtner werden, habe ich wieder meinen Vater gehört, aber nur wenn du willst, nicht wehe mir. Und genau so dasselbe Gespräch, wie ich gerade habe, und dasselbe Gespräch, wie mein Vater von seinem gerade hat, machen, schaffen, was er wolle, machen es mit Spaß, aber nicht wie der Alte. Ne? Und ja, so ist das dann halt zustande gekommen. Und bei meinen Kindern eigentlich genau das Gleiche. Und bei meinem Bruder auch, der wollte das lernen. Ich schätze mal, dass das so ungefähr, so wie ich das in Erinnerung habe, in meinem 3. Lebensalter war. War mir klar, was ich mache. Ich wusste nicht, wie es heißt. Ich konnte das Wort nicht aussprechen. Floristin. Ich habe immer nur gesagt, ich will das werden, was die Oma ist.
wo ich so 5, 6 vielleicht war, hatte ich damals gesagt, ich werde Friedhofsgärtner, weil da habe ich meine Ruhe. Ich habe zwar gesagt, Gärtner sind wir selber, Schreiner kennt man braucht, aber nee, sie wollte alle Gärtner werden. Schon als 4-, 5-, 6-Jährige war das für sie klar, dass sie das, den Berufswunsch auch haben. Es ist auch nicht so, dass das ein Stück weit gezwungen war oder die Eltern haben gesagt, du musst, überhaupt nicht. Das Einzige, was ich von denen gehört habe, was du nicht mit Freude tust, wird dir nicht gelingen. Was mir von Anfang an sehr wichtig war, war halt, sich dadurch auszuzeichnen, dass man halt so gegen diese Handwerkerregel arbeitet. Es ruft niemand zurück. Immer wird gesagt, wir kommen in 2 Wochen, uns kommt halt niemand. Und da haben wir lange für gearbeitet, dass die Leute wissen, wenn sie anrufen und wenn wir sagen, wir kommen auch. Also das finde ich ganz wichtig. Wenn zugesagt wird, gilt's. Dann gilt immer noch der Handschlag. Bei Privatkunden, die sind halt bei uns komplett abgedeckt. Egal, was sie wollen, sie kriegen immer irgendwo Antwort. Manchmal ist es auch gleichzeitig, dass die Leute reinkommen und brauchen irgendwas von mir Frühling. Dann brauche ich noch einen Strauch und dann gehe ich halt raus zu Magda und die berät es dann weiter mit den anderen Sachen. Wenn man jetzt, wie ich jetzt ein paar Wochen nicht da war und dann der erste Kunde reinkommt, ach, das ist aber schön, dass Sie wieder da sind. Ja, das ist sowas fürs Herz dann auch, da freut man sich. Es entstehen Freundschaften tatsächlich. Wenn man im normalen Angestelltenverhältnis ist, außerhalb der Familie, macht man das Ende vom Tag für den Chef oder dass seine Firma gut dasteht. Und hier ist das natürlich was vollkommen anderes, weil man den eigenen Namen vertritt und dementsprechend gründlich an die Sache dran geht, weil auch im Nachhinein viel mehr dranhängt. Ja, also es ist ja dann nicht nur der Landschaftsbaubetrieb, es ist ja dann die Friedhofsgärtnerei oder die Gärtnerei vom Onkel. Es ist ja, der Kunde unterscheidet das ja nicht. Es ist ein Name, so und eine Gärtnerei. Das ist quasi die Tradition, dass der Erstgeborene vom Erstgeborenen immer Karl heißt. Wann das angefangen hat, weiß keiner so genau, aber es geht auf jeden Fall mal mindestens 6 Generationen zurück. So, bei meinem Bruder wurde das Ganze ausgesetzt, weil da gab es den Karl Senior, also den Opa, den Karl Junior, mein Vater. Und er hat es den Karl Julian Junior gegeben und da hat auch meine Mutter gesagt, das macht sie nicht mit. Florian hatte, glaube ich, immer mal so den Wunsch, dass, dass Karl, also sein erstes Kind, wenn es ein Sohn wäre, halt Karl heißt. Aber wir haben das nie besprochen. Wir haben immer abgewartet, bis die Kinder da waren und haben dann nach Namen gesucht. Und er sah aus wie ein Karl. Und dann war halt der Karl geboren. Und ja, ich glaube, der Opa hat sich auch tatsächlich sehr gefreut. Bin ich dann ins Krankenhaus, wo der da war, also an dem Tag. Und da stand der kleine Karl auf der Armbrust. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Aber gut, und somit ist mit dem Florian dazwischen ist jetzt Karl der Fünfte da. Wir nennen das gekahlt. Du wurdest gekahlt. Also wenn du den Kleinen rufst und der Alte kommt. Oder umgekehrt. Der kleine Karl ist wie sein Vater, aber wie aus dem, wie geklont. Und der Jakob ist wie der Jonas, wie geklont. Und es ist erschreckend, wie sich das jetzt schon durchzieht, wie ein roter Faden. Wünschen würde ich mir auf jeden Fall, dass dieser Beruf im Zusammenhang mit unserem Namen nicht ausstirbt. Das ist mein Wunsch. So. Ich werde aber auch meine Kinder, wenn mal welche da sind, auch nicht vorschreiben, was sie zu tun haben. Das sollte jeder, wie mein Vater immer gesagt hat, was du nicht mit Liebe tust, wird dir nicht gelingen.